Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, ja, wir waren beim letzten Mal aus der Kanalisation ausgebrochen und waren hier draußen auf dem Weg Richtung See im Erholungsgebiet. Aber hier ist gar keine Erholung angesagt. Hier sind überall Gegner. Überall diese blöden Fliegeviecher. Und Hunde und alles. Und ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich hier in diesem Park, aber ich hoffe halt, trefft ihn doch mal! Wieder drei Munitionspatronen verschwendet. Ja, der Harry, er braucht manchmal ein bisschen mehr Zielwasser, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, irgendwas funktioniert mit der Animation nicht oder keine Ahnung. Weil ich habe den Hund klar getroffen. So, was ist da jetzt wieder? Ich glaube, wir haben fast keine Munition mehr, ne? Zwei Schuss. Da müssen wir wieder mit den... Ah, guck mal, wir haben noch Schrot. Die können wir mal reloaden. Wir haben noch dieses Jagdgewehr. Ja, wir haben noch ein bisschen was, aber ich möchte das halt nicht alles verballern hier. Und da hinten ist wieder so ein... So ein Affe da. Okay. Gut, dann machen wir den Rest halt mit dem Hammer. Oh, ist der schnell. Okay, dann direkt drauf. Ja, danke. Wie geht's uns? Grün. Okay, perfekt. Puh. Ja, und hier draußen ist eine sehr angenehme Musik, wie ihr merkt. Das ist wirklich, ja. Okay, wir haben ein Motel. Ja. Office abgeschlossen. Okay. Wir haben hier ein Motel, also gucke ich mir natürlich alles an, ne? Auch wenn wir wahrscheinlich zum See müssen, aber das hier möchte ich noch mitnehmen im Bereich, weil es scheint optional zu sein. Und optionale Sachen stehe ich ja drauf, ne? Wisst ihr ja. Gut, wo fangen wir am besten an? Und welcher Tür? Wenn sie denn aufgehen. Okay. Klemmen. Schloss klemmt. Okay, die klemmen alle. Und sind abgeschlossen. Ja, toll. Ich fühle mich gerade wie bei Dino Crisis. Wo einfach alles zu ist. Ah, Mann. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Alles klemmt hier. Was sind das für Türen, wo die Schlösser klemmen? Wer hat das gebaut hier? Nö, geht gar nichts. Mann, ihr seid doch bescheuert, echt. Ja, Frage ist aber dann auch, können wir hier irgendwas machen? Können wir hier was machen? Weil die machen doch nicht umsonst so einen großen Bereich hier hin. Kann man irgendwie hoch? Ist doch immer bei amerikanischen Motels immer, die sind immer zweistöckig. Geht nicht. Hä? Wie jetzt? Das kann doch nicht sein. Die ist abgeschlossen. Okay, also scheinbar... Ach, und ich muss wieder meine Uhr anmachen. Wartet mal, bevor die Gegner da wieder kommen, gehe ich erstmal nochmal rein. Nochmal bitte 27 Minuten. So. Sehr mysteriös, ne, dass man hier nichts machen kann. Ach, Quatsch. Ah! So, da bin ich wieder. Ja, ich habe wieder aus Versehen auf die Escape-Taste gedrückt. Mann, das gibt's ja. Escape ist nämlich, das springt aus dem Emulator raus. Deswegen ist das, ja. Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir uns hier halt nochmal um. Was ist das hier? Oh nein! Keine Hunde! Kann man hier irgendwas machen? Schloss klemmt. Natürlich klemmt das. Aua. Blöde Köter. Boah, keine Chance. Keine Chance, die so zu machen. Ohne Witz, ja, müssen wir laufen. Tut mir leid. Dann tut's mir leid. Und Schwede, wow. Wir können uns hier nicht umgucken, weil wir auch keine Munition mehr haben. Ah, ich nehme jetzt die Schrotflinte in die Hand. Ist mir scheißegal. So.
Ich nehme jetzt die blöde Schrotflinte in die Hand. Mann, es nervt einfach nur. Ah. Übertrieben. Mann, der überlebt einen Schuss, das gibt's ja nicht. Weg damit. Verdammte Kacke, ey. Da hinten habe ich nochmal so einen Affen gesehen, hier. Genau da. Was, wie? Mann! Überlebt der weiter? Und jetzt noch einer. Ja, Schrotflinte ist gleich auch leer, ne? Da! Können wir uns vielleicht an den anschleichen? So den Schuh-mäßig. Das wäre ja geil. Können wir uns an den anschleichen? Nein, leider nicht. Ah, aber den haben wir erwischt. Okay. Boah, gut. Service und Grill habe ich da gelesen. Motel. Rest Shop. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir hier weitermachen. Okay. Schauen wir uns mal nochmal hier in dieser Bachman Street um. Wir schauen mal, ja, ob wir hier irgendwas noch haben. Weil wir sind ja außen rumgelaufen eben. Ne, weil wir sind ja von diesem Park da gekommen. Genau, und hier waren wir doch noch gar nicht. Also gucken wir uns hier doch nochmal um, Mensch. Auf der Seite, auf der rechten Seite war nächstes hier vielleicht noch was. Außer der Park, ne? Ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen anderen Eingang zum Motel. Diner. Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Wo können wir denn noch weitermachen? Wartet mal. Irgendwas muss hier mit diesem Motel sein, Mann. Jede Menge Gegner, ne? Irgendwas muss doch hier sein. Kann man hier nichts machen? Irgendwas muss doch hier sein. Es gibt doch nicht umsonst so ein Riesenmotel hier. Na Mensch. Hä? Die klemmen, ne? Die sind zu, ja. Die sind echt zu. Also wie gesagt, ich denke mal, dass das klemmt auch. Sehr mysteriös. Aber ich möchte halt auch noch nicht zum See gehen, weil ich vermute, dass es da weitergeht. Wartet mal gerade. Wo kann man denn noch hin? Das ist jetzt die Frage, weil es sieht so... so merkwürdig aus. Guck mal, da gibt es noch so einen Ort, Annie's Bar. Ich werde da doch zuerst mal hin. Vielleicht gibt es noch was in der Bar. Da gibt es noch einen Ort, ja. Aber ich glaube, wir laufen hier komplett falsch. Ja. Zu dem Fliegeding. Direkt in die Arme geflogen. Jetzt geh doch weg. Oh, meine Nase juckt. Ich muss anhalten. Ja, du nervst. Alles voller Gegner hier. Und wir sind genau richtig gelaufen. Alter Schwede. Kann man hier rein? Oh, danke. Danke, man kann hier rein. Puh. Okay. Ah, und schaut mal, eine Cutscene. Na toll. Guter Schuss. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip.
But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Okay, das war doch der Kaufmann, oder? Aus dem Krankenhaus, der. Ah, okay. Und der kennt scheinbar Alessa auch nicht. Aber es gibt einen Silberschreiber, Moritz, und wie wir hier rauskommen. Okay, schon mal gut. Wir werden Speicherpunkte. Die nutzt man natürlich, ganz klar. Und, ja, bitte dich, blöde, kann ich jetzt so überschreiben. So. Tonikas, ja, brauchen wir ja überhaupt nicht. Ganz ehrlich. So, haben wir hier noch was? Da kann man raus wieder, ne? Ein bisschen Billard spielen. Ja, ich meine, warum denn nicht, Harry? Ein bisschen Billard passt doch über. Was ist das denn da? Das ist ein komisches Fenster. Kannst den Köhl mitnehmen, kannst den Gegner die Augen ausstechen. Da steht irgendwas. Nein, er macht gar nichts hier. Okay. Oder warte mal, was ist das denn? Der Kaufmann hat das, muss das fallen gelassen haben. Schau mal, das ist voller Zeug. Ich habe einen Kaufmannschlüssel. Eine Quittung. Ah, und mit einem Code drauf. Kaufmannschlüssel. Was hat es denn damit auf sich? Und mit dem Code vor allem. Okay, ein Tonikum kann man nehmen. So. Und, ja, wo sind sie denn jetzt, die Sachen? Da. Eine 3 ist auf dem Anhänger. Der Schlüssel ist wahrscheinlich von Kaufmann entlassen worden. 3. 0473. Quittung von General Store. Wahrscheinlich von Kaufmann hinterlassen. Von General Store? Okay. Dann. General Store. Wo war der denn jetzt nochmal? War das nicht da bei dem Indian Runner, wa? Das kann gut sein, ja. General. Okay. Und eine 3. Nummerierte Schlüssel. Habe ich auch schon eine Idee, wo wir den einsetzen können. Jetzt kommen wieder die ganzen Gegner hin. Jetzt kommen wieder die ganzen Gegner. Oder was ist jetzt hier los? Ja. Ich laufe einfach. Ich laufe einfach weg hier. Ich habe schon... Oh, von hinten. Ach, du bist doch ein Sack. Echt. Du bist doch ein Sack. Geh weg. So. Von hinten einfach angegriffen. Das mag nicht. Das ist am besten. So, wartet mal. Der General Store. Wir laufen mal hier durch den Park durch. An dem Fliegeding hier vorbei. Ja, wir laufen einfach an dir vorbei. Wir ignorieren dich einfach. Du wirst von uns einfach ignoriert. So, der General Store. Folgt er uns etwa? Nein. Die haben normalerweise einen Bereich, wo die bleiben, die Gegner. War der nicht hier? War das nicht das hier? Das war das mit dem Code. Okay. Schauen wir uns nochmal mit dem Code das an. 0473. Wir sind schon wieder auch nicht. Das gibt's auch nicht. Okay, 0473. Okay, das geht andersrum. 3. Jawoll. Wir können hier rein. Ist das nicht geil? Okay, wir haben noch so kleine Rätselchen hier. Okay, das war jetzt aber schwierigkeitsgradmäßig für eher Resident Evil als Silent Hill. So, haben wir hier irgendwas außer Bücher oder was das ist? Muni. Ja, nehme ich gerne. Dankeschön. Gewehrpatronen. Ja, wir haben jetzt auch... Oh, was? Was? Was habe ich da... Okay, ein Schlüssel. Ein Safe-Schlüssel. Nochmal ein Tonikum. Ja, nochmal ein Tonikum. Dankeschön. Ist an der Kasse?
20. August. Oh ja, tatsächlich. Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. September. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichen nichts mehr zu tun haben, aber mir wird jetzt noch mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen, fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Aha. Komische Notiz. Ist abgeschlossen. Ja, aber wir haben noch einen Safe-Schlüssel. Wo ist der? Jawohl. Sehr gut. Komisch auch, ne, dass man manchmal klicken muss und man und manchmal im Inventar auswählen muss. Was ist Drogen? Sonst gibt's hier nichts. Kann man die vielleicht abfüllen oder so in die Flasche? Ich weiß ja nicht. Nee, leider nicht. Okay. Sonst gibt's hier gar nichts, oder was? Wozu war das denn jetzt gut mit dem... Was ist das, Drogen? Okay, das ist geil, aber... Mhm. Ja, irgendwie... Na gut. Dann ist es halt so. Da gibt es scheinbar gar nichts für uns. Okay. Wir sind jetzt... Sind wir gerade im Indian Runner? Wir sind im Indian Runner. Okay, interessant. Wir müssen hier noch Curry oder so geben, ne? Nee, Scherz. Aber... So, Freunde. Wir versuchen das jetzt nochmal. Mit dem Motel... dass wir nochmal in dieses Motel da gehen. Ich bin verwirrt. Ja, doch, ist doch richtig, Mensch. So, ist doch richtig. So. Dann schauen wir uns doch nochmal im Motel um. Nochmal gucken. So, Alter, geh bloß weg. Geh du mal bloß weg hier. So, okay, dann Motel, da rein, genau. So, weil wir haben ja einen Dreier-Schlüssel. Einen Schlüssel für Raum 3. Den kann man nicht zufällig hier nehmen, ne? Ne. Okay. Ah, warte mal, 2, 1, 3. Hier ist die 3. Ha, 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 ha. Habe den Kaufmannsschlüssel verwendet. Okay. So, oh. Parasite Eve Vibes hier. Noten und so. Und eine Dusche. Tonikum. Sehr gut. Können wir überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber. So. Gut, dann gucken wir noch uns nochmal die. Sonst ist hier gar nichts wie. Was ist denn? Sonst ist hier nicht? Null? Okay. Warte mal. Gibt's hier gar nichts oder was? Da ist ein Bild. Was? Wir haben das Regal verschoben. Da ist ein Schlüssel drin. Was glitzert da drin? Der Riss ist so klein, um ihn durchzufassen. Haben wir nicht irgendwas, womit wir das da rausfischen können? Ah. Hm, das ist jetzt die Frage. Nee, haben wir nicht, leider. Toll. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um das da rauszufischen. Okay, ich komme mir echt wie Percy vor. Percy nicht 2. So. Ja. Keine Ahnung. Gucken wir uns nochmal hier um. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Die Gegner, die gehen mir so auf die Nerven, wirklich. Finden wir vielleicht noch irgendwas? Wartet mal.
Alter Schwede, was denn? Wow. Hier gibt's sonst nix. Okay. Wow, was ist das denn für ein Teil? Was ist das? Ah, nee, nur so eine... Okay. Ja, damit können wir es nicht machen. Was ist das? Ein Stromkasten oder so. Okay. Gibt's hier nichts? Ah, oh, du... Das, dieses Drecksfliegeteil. Geht mir so auf die Nerven. Gibt's hier nichts, was man hier... Oh, wartet mal. Ein Code. Ja, toll. Den habe ich jetzt natürlich nicht. Super, ne? Den Code habe ich nicht. Haben wir irgendwas? Status in Command. Ja, haben wir die nicht irgendwo? Unsere Datei. Haben wir. Wartet mal. Look. 0473. Nee, gibt's hier nicht. Haben wir nicht irgendwo. Notfall haben. Ah, nee. Sonst haben wir echt keinen Hinweis, ne? Okay, das möchte ich aber schon gerne wissen. Ne? Also das möchte ich schon gerne jetzt, diesen Code. Wir haben keinen Hinweis. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich möchte trotzdem wissen, was sich da drin verbirgt. Freunde, wisst ihr was? Ich werde mal tatsächlich offline mal nachschauen. Ja, einmal im Spiel ist das erlaubt, offline nachzuschauen, wie der Code denn hier ist. Ja? Weil wir haben ja echt keinen Hinweis. Und ich möchte aber schon gerne wissen, was dahinter, was da drin ist. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich schaue mal nach und ja, dann schauen wir nochmal. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja. Der Code. Ich habe es tatsächlich gefunden, aber auch keinen Hinweis irgendwie dafür. Wartet, was steht da vielleicht rechts daneben? Nee. Jedenfalls, der Code ist 0886. Ja. Stand. Wie gesagt, ich habe auch nur den Code gesehen, nicht weitergelesen. Und, ja, ist jetzt halt... Es war überhaupt kein Hinweis dazu, irgendwo zu finden, ne? Oh, ein Poster hängt an der Wand. Kann mir das allerdings jetzt nicht ansehen. Ja, dafür hast du keinen Gehirnschmalz, ne? Was ist denn das? Ach, ein Magnet! Zeitung. Mit demselben Datum wie die im Krankenhaus. Ermittlungen festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freiem Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle. Wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt... Drogen wieder, okay. Stirbt ein Rauschgiftfahrender an plötzlichem Herzversagen mit unbekannter Ursache. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Nö, das ist nur die Zeitung. Da ist ein Radio auf dem Schrank. Ist vollständig tot. Vielleicht ist es defekt. Noch ein Hotelzimmer. Da ist ein Fernseher. Der Strom ist ausgeschaltet sein. Der funktioniert nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein Speicherpunkt auf jeden Fall. Nichts Besonderes. Wie gesagt, Freunde, wie man auf den Code kommt. Wurde nicht gesagt, vielleicht wisst ihr es ja. Könnt ihr ja in die Beschreibung mal, also in die Kommentare schreiben. Jedenfalls habe ich jetzt mein einmal gucken verbraucht für dieses Projekt. Okay. Da ist ein Gästeregister, keine besondere Eintragung, aber wir speichern. Ganz klar. So, Motel. Okay, es ist ein Motelraum tatsächlich. Wartet mal, da ist auch noch eine Tür.
so, nee, das ist die normale Tür. Okay, wo sind wir hier reingekommen? Sind wir hier? Alles klemmt hier, ne? Das wäre so gut gewesen, wenn wir da die Abkürzung hätten nehmen können. Aber nein, wir müssen an den Gegnern vorbei. Ist ja ganz klar. Wir müssen natürlich an den Gegnern vorbei. Typisch, Silent. Typisch alte Spiele, echt. Boah. Ihr seid so gemein. Aber hey, geschafft. So, dann schauen wir uns doch nochmal in dem Raum 3 um. Da. Wir haben doch jetzt Magneten. Das ist echt wie bei Parasite Eve 2. Da muss man auch einen Schlüssel mit Magneten rausfischen. Genau hier. Was geht's da drin? Ja. Benutz mal den Magneten, bitte. Da. Jawohl, es funktioniert. Oh mein Gott. Krass. Okay. Den Motorradzündschlüssel. Aha. Da ist das da. Was? Da ist ein Riss. Motorradzündschlüssel. Was jetzt denn jetzt damit auf sich? Das kommt mir echt sehr optional vor. Schlüssel für ein altes Motorrad. Gefunden zwischen den Bodenbrettern des Motelzimmers. Ja. Okay. Motorradzündschlüssel. So. Sonst gibt's hier nichts, ne? Irgendwo muss doch dann. Gibt's hier irgendwo ein Motorrad? Oder was ist hier? Kann man den irgendwie benutzen? Ist hier nicht verwendbar. Ja, wo muss ich den denn jetzt verwenden? Okay. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Was müssen wir jetzt damit machen? Was müssen wir jetzt damit machen? Mit diesem Motorradzündschlüssel? Das ist echt ne... Hier kann man den... Nee, das ist ein Auto, das ist kein Motorrad. hier vielleicht irgendwie... Wartet mal. Nee. Ja, jetzt laufen hier natürlich wieder die ganzen Gegner rum. Ach, Mann, ich hasse das. Jetzt läuft er wieder rein. Ach, verdammt nochmal. So. So, dann schauen wir uns nochmal da um. Hier waren doch jede Menge Türen. Hier muss irgendwo ein Motorrad stehen. Hier muss irgendwo ein Motorrad stehen, Leute. Steht hier kein Motorrad. Ach Mann. Okay, der Gegner ist weg. Hier ist nichts. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir nochmal da rein. So. Können wir hier... Ah, guck mal, wir haben eine Tür übersehen. Okay, und da ist noch ein Motorrad. Ja, man muss sich immer genau umgucken, ne? Okay, Toni kommt. Bunny, sehr gut. Ich freue mich ja immer über Bunny. Was steht da auf dem Schrank? Das blinkt so schön. Was? Die Regale sind voll mit Batterien, Öldosen und anderen Sachen. Eine feine Staubschicht bedeckt alles. Als ob es seit langem aufgegeben sei. Da klingelt jetzt meine Uhr, da habe ich mich jetzt voll erschrocken. Aber das macht man auch was. Ein altes Motor. Aus, als ob es hier schon seit Jahren herumsteht. Ja, aber du kannst doch mir bestimmt... Das ist unheimlich. Nur der Staub um den Tankdeckel wurde weggewischt. Okay. Aber wir können es benutzen, okay. Ja, kannst du jetzt Motorrad fahren? Kleines Glasfläche in einem Plastikbeutel eingewickelt. Was ist das? Sieht aus... wie das zerschmetterte Glasfläschchen aus dem Büro des Krankenhausdirektors. Ach, der Kaufmann? Oder was? Oh, eine Cutscene. Okay.
Da ist er doch, der Kaufmann. What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Oh Mann, war der wütend. Und außerdem hatte er es ja. Ich schätze, ich beeile mich besser, ich mache mir Sorgen um Cheryl. Das ging jetzt leider zu schnell weg. Okay. Ja, Kaufmann, dafür, dass du so ein Penner warst, zerhau ich dir dein Motorrad hier. Nee, es geht leider nicht. Aber er hat uns das Ding wieder abgenommen, okay. Irgendeine Flasche. Und der hat scheinbar Dreck am Stecken, habe ich das Gefühl. Kaufen ist auch nicht ganz ohne, glaube ich. Okay. Höchst interessant auf jeden Fall, Freunde. Gut. Aber wie es hier dann beim nächsten Mal weitergeht. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich zum See runter, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was wir da noch machen können. Ja, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.